So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit dem Neuaufbau von der RS4-Limousine. Das heißt, heute ist das erste Video zum Innenraum. So, dazu muss gesagt sein, der Innenraum ist fast einer der Teile, wo ich am meisten hinterher traue von dem alten Auto, beziehungsweise wo ich einfach weiß, dass es am schwierigsten wird, das wiederherzustellen. Natürlich denkt sich der eine oder andere jetzt, das war ein ganz normaler Innenraum, aber das Problem ist, es sind mittlerweile tatsächlich wirklich viele Teile entfallen. Das heißt, es gibt wirklich nicht mehr so viel aus dem Innenraum zu kaufen. Dementsprechend sind natürlich auch alle gebrauchten Teile 20 Jahre alt. Und unterm Strich habe ich mittlerweile relativ viele Teile zusammengesammelt. Wir haben schon wirklich viele Teile quer durch Deutschland abgeholt. Die Reise ging bis in die Schweiz. Dort habe ich auf dem Weg dahin habe ich einen richtig guten Teppich abgeholt. Und am schwierigsten zu bekommen sind einfach die ganzen Plastikteile. Das heißt Türgriffe, Mittelkonsole, Lenksäulenverkleidung, Handschuhfach, Armaturenbrett. Das sind die Teile, die einfach am schwierigsten zu bekommen sein. Und da musste ich halt schon viel für durch die Gegend reisen und auch wirklich die Teile einzeln zusammensuchen, überprüfen, angucken, bewerten. Und ja, bin jetzt aber auf einem guten Weg. So, das heißt, wir haben jetzt alle Teile soweit zusammen, müssen einige Teile davon aber trotzdem beziehen lassen, wie es beim alten Innenraum auch der Fall war. Das heißt, ich hatte Lenkrad, Schaltknauf, Handbremsgriff, Armauflagen in den Türpappen, Himmel, die ganzen Säulenverkleidung, Kofferraumverkleidung und Hutablage, die Sachen hatte ich alle in Alcantara. Nicht irgendwie wild auffällig mit irgendwelchen farbigen Nähten oder so, keine Angst, sondern das wird alles genauso, wie es vorher war, schön dezent und einfach, dass ich mich am Ende ins Auto reinsetze und einfach das Gefühl habe, ich sitze in der alten Limo. So, das wiederum heißt, wir brauchen einen Einsattler und genau deswegen fahren wir jetzt zu Ron von der Firma Nadelworks in Magdeburg. Ich selber war noch nie da, bin sehr darauf gespannt, sah sehr vielversprechend auf den Bildern aus, sehr zuverlässig und genau deswegen bringen wir da jetzt mal die ersten Innenraumteile hin. So, wir sind angekommen in, ich sag mal Magdeburg, eigentlich ist es ja gar nicht Magdeburg. Fast Magdeburg. Das ist Ron. Ihr werdet uns jetzt hier öfter sehen. Ich hoffe. Wahrscheinlich, wenn wir dürfen, wenn wir uns benehmen. Du hast eine wunderschöne Sattlerei. Das Coole an der Sattlerei ist schon mal, sie ist so groß, man kann mit dem Auto reinfahren. Ja, mit und mehreren Autos. Ich habe sogar kurzzeitig überlegt, wir könnten Limo eigentlich direkt mitbringen und hier zusammenbauen. Ne? So viel Platz ist hier eigentlich. Ja, eigentlich schon. Erzähl mal kurz was, Firma Nadelworks, wie lange gibt es sie schon? Firma Nadelworks gibt es seit 2015, nicht die ganze Zeit hier, aber jetzt seit 2016 hier in Wandsleben, in der Nähe von Magdeburg sind jetzt, wir sind 14 Kilometer ungefähr. Ja, für mich ist es ein Traum, es ist endlich mal fast um die Ecke. Übrigens ist die Strecke auch ganz gut zu fahren. Ja, das stimmt. Früher waren wir alle paar Wochen hier, weil das Race 1000 hier in Kochstedt war. Ne? Ja. Das war natürlich noch ein Traum. Ja, und Oschersleben ist halt vor der Tür, das von der Rennstrecke ist halt immer recht. Okay, jetzt habe ich dich leider unterbrochen. Also seit 2015, seit 2016 hier. Genau. Okay. Schöner Standpunkt, recht gut gelegen. Autobahnanbindung ist da. Ja. Fläche ist schön. Wie bist du dazu gekommen? So, ich sag jetzt mal, also wie heißt es eigentlich? Ich sag immer Sattler. Ist Sattler der Name? Ist richtig? Fahrzeugsattler. Okay. Wir kommen eigentlich so diese typischen Tuning-Zeiten von West Coast Customs. Ja. Ich fand den kleinen Mexikaner fand ich am coolsten. Ja, und irgendwann fängst du dann an, dich da ein bisschen reinzusteigen. Dann suchst du dir halt einen Ausbildungsbetrieb, der sowas ausbilden kann und dann setzt du dich halt 3 Jahre hin. Aber wirklich so, du hast West Coast Customs gesehen und hast gesagt, das will ich jetzt machen? Genau. Okay. Ja, da muss man schon. Ich glaube, das ist aber auch, glaube ich, für so einen Job die perfekte Voraussetzung, ne? Weil dann weiß man einfach, du hast da Bock drauf.
Ja, Autos. Ja. Ja. Ich denke, die Macke zum Auto muss da sein. Um das so zu machen. Wie ist das bei euch sonst so in der Gegend? Machst du mehr so, ich sag jetzt mal, krasse Sachen oder auch viel einfach so Standardzeug, Sitze reparieren? Ja, eigentlich, so eigentlich querfeldein. Alles. Querfeldein. Also ob Sitze reparieren, ob Sitzheizung einbauen, Lenkräder beziehen, komplette Innenausstattung ist eigentlich alles mit bei. Du würdest dir aber auch zutrauen, so richtig spacig, krasse Sachen, abgesteppt, auch schon gemacht. Programm, ich habe kompletten Golf 6R von außen bezogen zum Beispiel. Von außen? Ja, der ist innen drin türkis und außen komplett Alcantara und Kunstleder. Es sind schon ein paar witzige Sachen passiert. Also Grüße an Robin zum Beispiel. wie macht da sprüht man da wirklich hammerhart den Sprühkleber auf die Haut? Das Auto ist gnadenlos. Also es war, ich will gerade nicht lügen, über 24.000 Kilometer so ein Auto rum. Das Auto ist komplett türkis. Also komplett hell türkis. Alles von Himmel bis Teppich. Und irgendwann hat der junge Mann sich gedacht, von außen wäre doch lustig. Und dann habe ich das Auto genommen, habe das knallhart mit 120er Schleifpapier einmal angeschliffen, damit mein Kleber halt hat. Und dann Schablonen gemacht und einmal bezogen. Ah, da muss man mal richtig Schablonen machen, sonst geht das nicht. Ja. Also das, der hatte ein Inlay an der Tür. Ich war mal in der Zündungszeitung drin, die Zeitung habe ich auch hier. Er hat an der Tür hat er einen großen Einleger und Alcantara. Und der Rest ist halt vom Auto. Der hat auch hinten auf der Heckklappe dieses vom 1er Caddy. Den Volkswagen-Schriftzug hat da hinten auf der Heckklappe, sowas halt. Aber schon das ganze Auto von außen mit so? Komplette Auto von außen. Das heißt, alles. Fahren tut er mit? Mittlerweile fährt er. Er fährt auch durch die Tasche. Also der Kerl hat eine komplette. Und es hält. Reicht über nachgedacht, ein Auto mal. An sich geht jetzt mit Kunstleder, kann man es machen, weil Kunstleder aus Kunststoff, was soll da passieren? Ja. Also sollten wir bei uns nochmal wieder ein Fast Friday machen dürfen nach Corona, dann musst du auf jeden Fall vorbeikommen mit dem Ding. Da kommt das Stuttler, wir müssen gucken, ob wir das herkriegen, okay. Aber an sich, ja, ist möglich. Weil das ist ja mal, also ich weiß, die Zeiten gab es ja so. Es ist verrückt, also das ist, man fühlt sich so ein bisschen so 15 oder 20 Jahre zurückversetzt, wenn man sich das Auto anguckt, aber ist irgendwie dann doch schon wieder cool. Ich finde es aber cool, weil jeder, der halt Bock zu hat, was zu individualisieren, sage ich jetzt mal. Ja, ich meine, dafür ist eine Sattlerei ja letztendlich auch, denke ich, da. Ja. Also, ich denke, Altbestand retten, ist bei ganz vielen Oldtimern wichtig und auch sehr empfehlenswert. Aber halt auch gerade neue Fahrzeuge wirklich dazu sagen, ich möchte einen Alcantara-Himmel haben, ich möchte die Nähte geändert haben, ist halt immer wichtig. Alles kein Problem. Genau. Okay, weil ich glaube, das ist aktuell in der Szene gerade wichtig. Es gibt viele, die halt Bock auf so einen kompletten Innenraum haben, gerade weil das ja noch ein Teil vom Tuning ist, der nicht eingetragen werden muss. Genau. Das heißt, jemand, der sich individualisieren will, hat Bock drauf, selbst wenn es ein pinker Himmel und ein grüner Boden ist, so ungefähr. Ne? Kenne ich wirklich viele, die jetzt nicht pink und grün, aber die Bock zu haben, den ganzen Innenraum zu machen? Viele, klar. Okay, perfekt. Das heißt, die Leute können theoretisch bei dir auch mit dem ganzen Auto vorbeikommen? Ich kann eigentlich alles machen, außer Airbag. Airbag ist, glaube ich, darf keiner in Deutschland. Ja. Das ist immer so eine Sache. Also Fahrer-Airbag sowieso nicht. Einmal Turmbretter, wo Airbag eingegossen ist, ist schwierig. Also ich darf es nicht, muss ich sagen. Und das wird auch keiner dürfen, es sei denn, man ist im Berg. Man darf so eine Maschine dann auch bedienen. Okay. Das ist nicht so einfach das Thema, aber an sich, sobald kein Airbag da ist, dann. Außer es ist so, bei meinem Lambo war es zum Beispiel so, dass es zweiteilig ist. Eine einzelne Klappe, okay. Genau. Also so eine Sachen wie Golf 4 glaube ich, auch eine einzelne Klappe. So, ich merke, wir werden auf jeden Fall noch ein paar witzige Dinge zusammen machen. Mal gucken, was da so alles so geht. Jetzt den Xbox-Controller zum Beispiel auch so. Kann er alles machen. Ja, liegt dann besser in der Hand. Also. Ist alles möglich, darum. Also in unserem Fall ist das ja eigentlich erstmal ein bisschen einfacher, weil eigentlich ja jetzt leider übertrieben gesagt erstmal nichts exorbitant Krasses dran ist. Man kann natürlich trotzdem viel falsch machen. Ja. Deswegen würde ich auch gerne eher die einzelnen Schritte zeigen, wenn das geht, wie du es machst. So, das beinhaltet natürlich erstmal ein bisschen Vorarbeit, aber das kriegen wir hin. Dann kommen wir zu nur zwei, drei Mal nochmal vorbei. Weil mich würde brennend A interessieren, was sich halt viele immer wünschen, sind die nicht wundern, das ist jetzt hier Stoff, das war einfach nur, weil ich verschiedenste Varianten zusammenkaufen musste, um noch vernünftige Pappen zu kriegen. Das muss natürlich ein Alcantara. Ja. Sieht das eigentlich extrem blau aus gerade in der Kamera, Maxi, oder geht? Nee, ist gut. Weil von hier sieht die Pappe gerade... Ich wollte gerade fragen, ob es eine blaue ist. Nee, eigentlich sieht es grau aus. Nee, von hier sehen die alle drei gerade richtig blau aus. Ich habe zum Glück noch ein paar andere Pappen mitgebracht. Aber die hintere auch, oder nicht? Das sieht so bedeutend aus. Den gab es ja noch blau, oder? Oder war der noch blau? Nee, es gab auch blaue. Ja, darum. Ja, nee, aber der auf jeden Fall nicht. Das weiß der ich. Sieht tatsächlich dunkler aus, ja. Da werden auch, auf der Pappe werden auch schon 30 Schichten Cockpitpflege drauf sein. Wenn es reicht.
Wir gucken uns also Ruhe mal an. Wir wollen ja keine blaue hier beziehen. Nee, aber wir waren hier stehen geblieben. Ich finde höchstgradig interessant, sowas mal zu zeigen, weil viele würden ja denken, beziehst du einfach so? Wird wahrscheinlich nicht gehen. Nee. Muss raus. Muss raus, ist aber für viele immer Baustelle, weil die so plastikgeschweißt sind im Werk. Und da werden viele immer vorstehen und sagen, ja, der traut sich ja auch Otto normal nicht ran. Also selbst jeder Schrauber sagt meistens, fass ihn nicht an, weil keiner weiß, wie kriegt man es wieder zusammen. Ich weiß noch, ich habe damals noch, als ich Limo damals aufgebaut habe, vor 10, 11 Jahren bei meinen Eltern noch im Keller gesessen, habe die auf dem Schoß gehabt. Ne? Und das war eine Frickelei, die wieder gerade vernünftig reinzukleben. Ne? Ja. Ich habe es erst probiert, wieder heiß zu machen und so ein bisschen irgendwie wieder zum Schmelzen zu bringen. Funktioniert natürlich so gar nicht. Kommt dann immer auf die Türverkleidung drauf an und dann an dem Hersteller. Aber hier wird es so sein, dass er einfach wieder eingeklebt werden mit 2 Kunststoffkleber und dann, wieder sollte er es halten. Okay, sowas würde ich gerne zeigen. Das heißt, da müsstest du erstmal alle, weil das Austrennen an sich ist natürlich erstmal egal. Zum Mund noch im Zeitraffer. Himmel? Ja. Kriegst du sowas hin komplett ohne Nähte oder müssen irgendwo Nähte gesetzt werden? Das werde ich recht spontan vorne an dem Dom von der Deckenleuchte entscheiden. Weil es halt schon sehr weit runter geht. Und es kann sein, dass die Spannung an der Stelle zu groß ist und sich eine Faltenbildung um die Lampe ergibt. Dann müssen wir wahrscheinlich so eine kleine. Aktuell ist der ja top faltenfrei, wie man sieht. Top faltenfrei und ich denke, der ist auch noch fast fest. Nee, also als ich heute Morgen runtergehoben habe, war da, sieht man es jetzt so ein bisschen unten. Leicht gebräunt. Okay, nee, weil gerade so, ich sag mal so, bei Kleinteilen, die zu beziehen, würde ich immer noch sagen, ja, ist bestimmt irgendwie machbar, aber so riesige Flächen, weil wenn das Ding erstmal einmal klebt, du hast ihn einmal irgendwie so falsch mit Falte angesetzt. Ja, also der Kleber ist Wärmeaktivkleber, das heißt, der klebt nicht sofort. Nein, ich sprühe beide Seiten ein, lass den komplett ablüften, dann ist der, du kannst beide Seiten übereinander legen, passiert gar nichts mit. Ja. Und dann nimmst du einen Föhn und föhnst an. Ja. Und dann kannst du wirklich punktuell alles warm machen, kannst deine Nähte legen, das geht alles. Also das ist schon relativ entspannt heutzutage mit den Klebern. Nicht, dass nach dem Video dann alle anfangen, Himmel selber zu beziehen. Kann man immer probieren. Also das Problem ist, das Beziehen an sich ist jetzt nicht unbedingt so das größte Problem. Es sei denn, man hat wirklich einen extrem hohen Aufbau oder extrem... So eine Sachen sind immer schwierig. Da wirklich faltenfrei reinzukommen, dann ist es muss Schaumstoff drunter. Der muss drunter, sonst ist die Haptik ist einfach nicht so, wie sie eigentlich sein soll. Also runter und neu Schaumstoff, gern dann. Also es wird ein komplett neuer Grundaufbau. Das Einzige, was nachher bleibt, ist die reine Schale. Eigentlich. Schale, Viel mehr bleibt am Ende nicht mehr übrig. Da fällt mir auch ein, ich habe tatsächlich meine Waage wieder mitgebracht. Die Leute machen es ja schon lustig, aber die ist tatsächlich immer im. Weil wir ziehen das jetzt ja so mit Gewicht durch. Und ich glaube, ehrlich gesagt, so viel Gewicht kommt am Ende gar nicht drauf. Nein, gar nicht. Wir ziehen ab und bauen wieder auf. Also wir werden am Ende des Videos auf jeden Fall gleich einmal kurz einblenden, was der Himmel jetzt gerade wiegt. Und dann wiegen wir nämlich mal, wenn er, ich sag jetzt mal, bezogen ist. Und dann bin ich mal gespannt, wird wahrscheinlich im 100 Gramm Bereich sein, was der mehr wiegt am Ende. Ne? Ich glaube sogar, Alcantara ist fast leichter. Echt? Ja, stimmt. Ist er doch alles beziehen. Ja, aber Türverkleidung zum Beispiel, wir ziehen ja ab und bauen wieder auf. Ja, ja, klar. Also, ich denke, das wird sich... Okay, cool. So, ich fasse nochmal zusammen. Also, wir haben theoretisch die 4 Armauflagen. Himmel mit allen Säulen. Okay. Da fehlen noch ein paar. Die waren nämlich kaputt, habe ich gesehen. Hutablage. Hutablage. Kofferraum da hinten. Kofferraummatten. Genau, das ist eine Matte. So. Jetzt müssen wir uns einmal nochmal Thematik Farben angucken. Ja. Ich hatte irgendwann mal was in Tiefschwarz. Ich weiß gar nicht, ob das nicht auch Tiefschwarz war. Das ist Tiefschwarz. Genau, das wird dann schon ganz schön schwarz. Ne? Ja. Also da sieht man halt auch, das passt eigentlich zu Audi rein gar nicht. Ja. Weil Audi wirklich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was das für ein Versuch war. Aber guck mal, hier ist es zum Beispiel, da ist auch heller. Ja. Das ist das hellere dann darunter. Aber okay. Kommt neu. Muss alles wieder. Ja. Da, das Gute, bin ich jedes Mal wieder begeistert. Kostet zwar 30 Euro, aber es gibt tatsächlich die RS4-Plakette vom Lenkrad immer noch zu kaufen. Und die kann man auch gefühlt jährlich neu kaufen. Ja. Weil da wischt er einmal so ein bisschen härter mit der Hand drüber, ist es wieder weg. So, okay. Das Auto war vorher, ehrlich gesagt, im Innenraum hatte ich eine Mischung von Alcantara, vom Dunklen. Mhm. Ich glaube, ich hatte einen Teil von der Rücksitzbank nämlich in tiefdunkel und das andere Teil in dem Ton. Mhm. Das hat man im richtigen Licht immer so gesehen. Ja. Wir müssen jetzt aber alles, was dunkel wird, sprich Kofferraum, Hutablage, Türpappen und so weiter, würde ich sagen, in dem dunklen Grau machen. Ja. Das passt, glaube ich, ganz gut.
können wir das hier mal ein bisschen draufhalten. So als allerersten Check. Ja. So, und jetzt werden mich viele wieder auslachen. Der Himmel wird tatsächlich wieder in diesem schönen Grau. Das heißt bei VW Elephant. Das heißt, da müssen wir mal gucken, entweder das oder das, ne? Ja. Du würdest wahrscheinlich eher sagen das? Genau. Das geht auch irgendwie so ein bisschen ins Grünliche, ne? Ja, das ist halt immer vom Licht abhängig, ja? Weil wenn man damit jetzt ans Tageslicht gehen würde, würde das bestimmt nochmal komplett anders aussehen. Ja. Also geht's in die Richtung. Aber ich denke auch, selbst wenn es natürlich dunkler ist, passen auf jeden Fall die beiden Farben cool zueinander. Ja, wenn es nicht passt, beziehen wir das Teil, was nicht passt, ne? Ja. Wäre dann in dem Fall... Ich dachte gerade, da kommt er rein, aber kam noch nicht rein. Dachte schon mir. Ja. Ja, deshalb habe ich da gerade rüber geschaut. Mal so hektisch zur Seite geguckt. Okay. Ich bin gespannt, was die Leute sagen. Ihr werdet ja alle dann irgendwann jetzt mit Absicht und ich wahrscheinlich jeder einzeln, das ist übrigens immer witzig. Das haben wir ja auf den ganzen Messen immer gehabt, auch gerade so in Richtung Karosserie. Die ganzen Zuschauer gucken sich wirklich danach jeden Schweißpunkt an, jede Abdichtnaht und so weiter. Sieht man immer, wie sie unterm Auto im Kotflügel hängen. Aber ist ja cool, genau dafür machen wir es und genau deswegen stellen wir es ja auch aus, damit sich Leute angucken. Ja. Ich sage aber immer wieder bisher wirklich, alle Leute sagen immer, boah geil, schwarzen Himmel, schwarzen Himmel, schwarzen Himmel. Es gibt Autos, wo es cool ist. Wo ich es auch selber schön finde. Ich gerade sagen, es gibt wirklich Autos, da muss es sein. Genau. So, aber in diesem Auto, ich finde generell eine viertürige Limousine, es erdrückt dich so, es wird so dunkel. Das ist zu tief. Dass ich definitiv immer das, also egal wer sich da noch reingesetzt hat, die Leute haben dann auch immer gesagt, nachdem sie drin saßen, oh, das ist ja irgendwie eigentlich wohnlich hier drin. Ja, es ist also angenehmer. Genau. So, wie zum Beispiel in so einem Sportcoupé, R8. Genau. Wenn es bloß ein Corrado ist, tiefschwarzer Himmel, es ist zu doll. Ja. Es ist einfach zu dunkel und es erdrückt dich in dem Auto. So, deswegen bleiben wir da auf jeden Fall wieder bei. Und ja, ich würde sagen, so viel dazu. Jetzt erstmal ein paar Sachen vorbereiten. Dann werden wir im Laufe der Zeit bestimmt noch irgendwelche coolen kleinen Gimmicks finden, was man so machen kann. Und dann geht's weiter. So, einige Tage später in Wandsleben geht es direkt weiter hier. Material ist inzwischen angekommen. Ja, ein Stück davon. Wir müssen uns korrigieren vom ersten Teil. Eigentlich hatten wir ja vor, also klar, der Farbton ist eh klar. Ja. Das passt halt wunderschön zu den Türpappen. Jetzt hatten wir uns überlegt, eigentlich diesen Grauton zu nehmen. Ja. Passt aber nicht. Oh, das wäre doch zu dunkel. Genau. Weil das Plastikteil bleibt logischerweise, wie es ist, und da passt der Farbton einfach deutlich schöner für. Ja. Konntest du dich daran erinnern, dass der Himmel von der Limo die Farbe hatte? Nee. Kann sich keiner daran erinnern. War aber schon immer so grau. Wird auch wieder so grau sein. Okay, das haben wir aber vorher schon besprochen. So, außerdem hast du schon mal die Armauflage aus der Türpappe rausgetrennt. Das heißt, von hinten die hast du richtig einfach aufgedrehmelt? Genau. Oder heiß gemacht und rausgedrückt? Ja, naja, heiß machen, aufdrücken geht kaum, kannst nur drehmeln. Mhm. Das Problem ist, dass dieser schmale Steg hier. So, genau. Und in der Serie steht halt hier so ein langer, längerer Stift, der quasi im Schweißverfahren quasi platt gedrückt wird. Und das ist fast unmöglich, in einem heißen Zustand wieder rauszuholen. Mhm. Später einfach kleben? Ja. 2K Kunststoff mit Kleber und dann. Wusste ich auch nicht, wenn da der Schaumstoff und so weiter runter ist, dass das dann so. Ist ja fast schon wieder eine Fläche, die man auch so lackieren könnte oder sowas, ne? Das ABS eigentlich lackierbar, müsste es eigentlich sein, ja. Der Stoff ist tatsächlich heile heruntergegangen? Naja, es ging. Also fast heile? Ja. Hast du den einfach abgezogen oder? Ja, ja. Okay. Also, ich habe zwischendurch ein bisschen heiß gemacht mit dem Heißverföhn, damit sich der alte Kleber ein bisschen löst. Mhm. Ja, und Endresultat ist das. Mhm. Schönes Sperrholz, wenn man so nennen möchte. Mhm. Ist das richtiges Sperrholz? Das ist das Holz, ja. Ein bisschen wie so eine Rückwand von, von einem Schrank. Ne? Genau. Eine Hartfaserplatte quasi. Mhm. Das hier schliffen, damit der ganze alte Kleber, der drauf ist, raus und runter ist. Mhm. Ja. Geschliffen heißt per Hand Exzenterschleifer? Exzenter. Krass. Exzenter und zwischendurch so ein paar Sachen per Hand. Mhm. Ja, Kleber drauf, ablüften lassen, 2-3 Stunden. Und jetzt können wir die eigentlich beziehen. Hier ist schon Kleber drauf? Da ist Kleber drauf und auf dem Material ist Kleber drauf. Sieht man so gut wie gar nicht, weil der ist fast farblos. Mhm. Und wie du sagtest, mit Wärme? Genau, mit Wärmeaktivierung. Genau. Also das ist ein ganz normaler Kontaktkleber. Mhm.
Man könnte den jetzt quasi auch aufsprühen, beide Seiten, und den kurz ablüften lassen, 10 Minuten, dann würde er sofort kleben. Mhm. Wenn ich ihm aber 2-3 Stunden gebe, dann ist der, merkst du, ist nicht mehr klebrig. Kann ich das Material jetzt nehmen, kann es hier drauflegen und es klebt gar nicht. Und sobald ich da mit um die 80 Grad drauf gehe, dann werden noch mal ein paar Weichmacher aktiviert im Kleber und dann klebt er. Okay. Wenn du an manchen Stellen, das machst du ja wahrscheinlich mit so einem Heißluftföhn oder so, genau, wenn du an manchen Stellen dann nicht genau bist, dann wird es da halt auch nicht kleben. Das merkt man. Okay. Oder Pech. Oder Pech. Ja, beim Kleben kann immer viel passieren. Also gerade bei so alten Sachen ist es, wenn wir vielleicht später beim Himmel mal so sehen, dieser alte Schaum, der drauf ist, der löst sich auf und will, ich sag mal, wieder Erdöl werden. Und das Zeug hier rauszukriegen ist... Recycling. Ja. Okay, aber immerhin ist das ja trotzdem eine Riesenhilfe, weil ich hätte mir das jetzt so vorgestellt mit Spuckkribber, weißt du, das kannst du ja gar nicht mehr, dann legst du es ja nur leicht drauf und du hast vorne eine Falte drin und so weiter. Das ist ähnlich wie mit beim Autofolieren und so. Was ja jetzt hier relativ einfach und relativ simpel ist. Mhm. Ich kann es jetzt quasi drauflegen, ich kann es verrücken, ich kann es mir so hinlegen, wie ich das haben möchte. Mhm. Und föhne es dann wirklich final nur an. Nähte brauchen wir hier gar keine. Das kriegst du so alles reingelegt. Genau, das fällt alles vom Alcantara so hier relativ schön rein. So wie soll. Wie gehst du da jetzt vor? Irgendwie in der Mitte anfangen und genau, nach außen? Aus der Mitte raus. Rausstreichen. Sowas vergisst man noch zwischendurch mal gerne. Ich bin ja gespannt, wie viele morgen ihre Hutablage auch selber beziehen hier. René überlegt schon. Ich weiß nur, früher hatten wir einfach nur eine Spanholzplatte oder sowas hinten. Mit den Boxen. Mit den Boxen. Das war aber, weil du halt an diese dünne Presspappe, Spanholz, da kannst du jetzt ja nicht deinen 30er Subwoofer hinten drauf machen, doppelt. Ja. Ja. Grob ausrichten und dann geht's eigentlich los. Ja, Attacke. Also habe ich das auch noch nicht gesehen. Man sieht jetzt hier, du hast jetzt hier Luft runter. Fest. Krass. Witzig, wenn man über die Jahre immer wieder was Neues sieht, ne? Ja. Machst du das bei dem gleichen Kleber bei allen Teilen? Also egal, ob es jetzt ein Lenkrad ist und so weiter, oder gibt es auch noch so richtig klassisch Kleber drauf, Quatsch drauf hält? Ja, fast gar nicht mehr. Fast gar nicht mehr. Fast alles gesprüht mittlerweile. Einfach weil es vom Kleber, der ist so dünn, wenn ich den jetzt zum Beispiel beim Alcantara pinseln würde, würde der durchschlagen. Mhm. Gutes Thema Pinseln, wie trägt man den auf? Ist das literweise mit Pistole oder aus der Dose? Genau, literweise auf Pistole. Richtig, mit Pistole, genau. Okay. Also es ist angemischt mit Härter. Ah, okay. Mhm. Also Härter, es ist mehr Vernetzer, der bringt den Kleber nur bei, dass er einfach temperaturbeständiger sind. Mhm. Also der bringt den Kleber wirklich zum Aushärten, was er so quasi nicht machen würde. Mhm. Aber das sieht nach so einer entspannten Arbeit aus, jetzt weiß ich auch, warum da ein Fernseher hängt. Der Fernseher ist für Lenkräder. Bei Lenkrädern ist es wirklich, du sitzt 8 Stunden. 8 Stunden an einem Lenkrad? Naja, so zwischen 6 und 8 Stunden braucht man schon, wenn du es vernünftig haben möchtest. Kommt ja darüber an, ob 12 Uhr Stellung oder nicht. Und dann sitzt du halt hier vor deinem Lenkrad und ja. Kann auch mal schnell langweilig werden. Aber was ich eigentlich an der Tätigkeit des Sattlers ganz cool finde, ist, wenn du erstmal die Dreckarbeit hinter dir hast und das ganze Zeug runter ist, ne, dann ist es eigentlich eine schöne Arbeit so. Ne? Genau. Kannst du theoretisch das Alcantara jetzt auch zu heiß machen? Und dann fängt das an, so dass die Spitzen sich so ansenken? Oder? Es wird dann glatt, bis zu einem bestimmten Punkt kriegt man es wieder mit der Bürste, wieder auf die Bürste, das funktioniert. Mhm. Aber wenn zu heiß, dann ist es vorbei. Wir wissen ja, dass das Alcantara nicht vom Alcantara-Tier kommt. Nicht? Wo kommt Alcantara. Ich dachte. Wo kommt das sonst her? Also wie wird sowas hergestellt? Die genaue Entstehung von Alcantara kenne ich nicht zu 100% und bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich stimmt. Aber in der Berufsschule wurde uns beigebracht, dass Alcantara eigentlich ein Abfallprodukt ist in der Polyesterherstellung. Mhm. Also Alcantara ist ein Kunstprodukt. Ist eine Mikrofaser, genau. Und das eigentliche Alcantara
Du warst ja im ersten Teil nicht dabei, ist auch eine Marke. Genau. Okay. Also das ist nicht so wie, so wie Leder und Alcantara. Nee, Alcantara ist wirklich die Marke, der heißt so. Ach so, das ist eine eingetragene Marke und das ist halt das Original, das echte Alcantara. Ach so. Das ist nicht Alcantara von echten Alcantaras. Daran erkennt man auch Alcantara, hier jetzt zum Beispiel nicht. Wenn man das auspackt und die Rollenbreite hat, steht am Rand immer eingeprägt Alcantara. Das ist relativ wichtig. Daran erkennst du wirklich, dass das ist echt. Okay. Jetzt sieht man das. Wie es hier klebt. Das heißt, der Profi, der guckt noch auf das Alcantara drauf und sieht sofort, ob es echt ist. Ja, man sieht es an sich. Mhm. Also, wenn du es tagtäglich in der Hand hast, siehst du das sofort. Ich finde für mich ist Alcantara das Coolste. Ist halt irgendwie so wohnlich, ne? Das ist gleich Wohnzimmer, Atmosphäre im Auto, ne? Aber das, was bei Alcantara, das wissen die meisten gar nicht, dass es halt wirklich robuster ist als Leder. Also ohne Scheiß, wenn einer nach diesem Video seine Hutablage selber macht, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, dass ihr das probiert habt und das auch so hinbekommt. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Weil es sieht wirklich eigentlich, muss ich echt sagen, kinderleicht aus so ungefähr, ne? Das sind Sachen, die sind jetzt nicht schwer. Es ist natürlich trotzdem die Herangehensweise von der Mitte nach außen und so weiter, ne? Ja, und der Kleber ist es nicht. Du musst halt den Kleber, du musst wissen, was für Kleber du nehmen kannst für solche Sachen. Mhm. Gibt zig verschiedene Kleber, zum Beispiel PE, PP-Kunststoff ist die Hölle. Mhm. Da will gar nichts aufhalten, der Kleber dafür ist halt okay. Okay, sind alles je nach Untergrund ein anderer Aufkleber, sag ich schon, anderer Kleber. Und bei Kleber, und da machen ganz viele Leute auch eine riesen Wissenschaft draus. Meintest du mit Schaumstoff da drunter war der oder war noch mehr drunter? Da war noch mehr drunter. Noch mehr? Ja, ja. Wir haben jetzt nämlich die Lightweight-Hutablage. Ron hat sich spontan überlegt, wir lassen das weg. Wir machen das direkt hier. Vorher hatte ich es auf jeden Fall drunter, weiß ich. Ja. Also naja, bei der alten Unterlage. Da war auch definitiv was drunter. So. Kann sein, ja. Ich sehe ganz viel Dämmung, die da noch raus muss. Aber ich bin begeistert, wie gut dieser Kleber hält. Ne? Weißt du, weil das ist ja wirklich, du drückst es ran und hier an den Kanten sieht man das immer schön. Interessant ist es wirklich, wie extrem gut er hält, wenn der Kleber fest ist. Also wenn er wirklich seine Endhärte ist, dauert meistens so 48 Stunden, sind alle Weichmacher raus, alle Lösemittel. Du musst ziehen. Und da ist es bei Leder, ist es so, du zerreißt das Leder. Mhm. Also. So, und wie geht's dann weiter, wenn das hier überall so dran ist? Schlägst du das richtig um? Genau, wird einmal umgeschlagen, dann sauber verschnitten und dann ist alle Löcher freischneiden. Und dann Finish nochmal überall drüber gehen, gucken, ob irgendwo was drunter lag. Ein Kleber, weil der hat manchmal so die Eigenschaft, dass er so keine Blasen macht, aber dass aus der Sprühpistole mal so ein Tropf mit rauskommt. Den siehst du kaum, bringt doch fast nichts, ist vorher rauszusuchen alles. Darum mache ich das immer danach, weil der Kleber, der ist ja quasi, wenn ich ihn warm mache, wird er ja wieder weich. Und dann kann ich ihn einfach mit so einem Reifenholz einfach platt drücken und dann ist er weg. Ah, du kannst tatsächlich nochmal ein zweites Mal erwärmen und der wird wieder warm. Ja, bis zu 48 Stunden. Wenn er seine Endhärte erreicht, ist es vorbei. Dann ist er wirklich bis 120 Grad Temperatur fest. Dann müsste ich über diese 120 Grad gehen, aber dann ist es meistens so, dass der Kleber gar nicht mehr. Und das würde das Alcantara wahrscheinlich auch nicht mitmachen, oder? Ja. Kompliziertere Sachen wieder. Ja, das sehen wir ja mit der Zeit ja noch. Was ist sowas Kompliziertes? Ein Atomgerät mit Naht ist halt immer. Sobald eine Naht ins Spiel kommt, finde ich bei einem Klebeteil,
wie jetzt so eine Armauflage. Ich muss einmal ganz kurz unterbrechen. Ich finde das so witzig, wie du es ziehst und wirklich sofort dran klebt. Ne? Ich bin wirklich begeistert von dem Kleber. Ja. Ist halt. Muss ich dir einmal zeigen, wie geil das hier so überall schon so klebt. Ja. Okay, Armaturenbrett mit Naht? Armaturenbrett mit Naht oder alle Klebeteile, wo eine Naht draufkommt. Wie zum Beispiel bei so einer Armauflage, wenn eine Naht drauf muss. Muss sie auch sitzen. Ja, die muss sitzen. Ja. Und das ist halt immer, du musst die Schablone anfrappieren, du musst es sauber zusammennähen, du musst die Ziernaht sauber setzen und dann muss es aber auch noch sauber aufgeklebt werden. Das müssen wir uns auf jeden Fall an einer Stelle angucken, so mit Schablone machen und so. Weil das interessiert mich auf jeden Fall auch mal. Kannst du nur entscheiden. Möchtest du, dass das länger wird? Im Auto? Was heißt länger? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, beim A4, B5, wo diese Stahlwand hinten drin ist, da war das die Hutablage länger. Nicht das Teil, das ist ein flexibler Lappen, der ist quasi so umgelegt. Nee. Also soll sauber sein. Weil ich bin ja auch öfter mal ohne Rücksitzbank unterwegs. Ich habe da nur so eine Matte hinten drin liegen und dann muss das schon sauber. Das Coole ist, man sieht auch die lackierte Kante da drunter. Also. Das sieht man schon ganz cool aus. Plus ist es mehr Gewicht. Genau. Die Schere, die als Messer benutzt wird. Den Rest sammelt man und schmeißt ihn dann weg oder kann man daraus, also kann das wieder irgendwie recycelt werden? Wunderbarer Schlüssel dann. Das wird dann die Alcantara-Suppe. Genau. Es gibt Sachen, also Alcantara ist teuer, das muss man wissen. Alcantara kostet der Meter irgendwas zwischen 90 und 105 Euro brutto. Meter heißt 1,40 Meter. Meter breit, 1,43 Meter. Also ungefähr Quadratmeterpreis 80 Euro in das Teuer. Ja. Aber ist halt extrem robust. Also das ist im Gegensatz zu Leder. Ist bei Leder ein Kratzer drin? Ist er drin? Wie ist Lederpreis im Verhältnis? Leder geht von bis. Also es fängt an bei B-Ware, wo du in der Lederhaut relativ viele Fehler hast. Bei 25 Euro und geht hoch bis 106. Leder heißt, natürlich noch viel, viel teurer, aber Autoleder ist eigentlich so in der Range. Das heißt, wenn du echt Leder kaufst, kriegst du auch wirklich so eine Haut? Genau, das ist eine komplette Kuh. Gibt es auch nur so zu kaufen? Ja. Du kannst so eine halbe Kuh bestellen, die ist dann einmal damit aufgeschnitten, aber ja, das ist eine Kuh. Okay. Wie ist das, wenn du die gleiche Kuh nochmal nachbestellst? Die Farbe passt dann aber immerhin. Es sollte nicht zu viel Zeit zwischen sein für den Lieferanten. Es sollte eigentlich so aus einer Charge sollte schon kommen. Die Farbunterschiede werden nicht extrem sein, aber ich würde jetzt keinen Sitz beziehen. Und zwei verschiedene Lederchargen so in einem halben Jahr oder so kaufen. Das würde keinen Sinn machen. Klebt der Kleber nur auf Kleber? Ja. Also müssen beide Seiten... Genau, es müssen beide Seiten, wie beim ganz normalen Patex-Kontaktkleber auch quasi. Nur, dass dieser Patex-Kontaktkleber oder wie die meisten halt immer versuchen, mit Sprühkleber aus dem Baumarkt irgendwas zu kleben, der ist halt absolut nicht temperaturfest. Ist er nicht. Und sobald das Auto, gerade bei so einem Himmel, weil ganz viele Leute versuchen, den Himmel einfach selber zu beziehen, der kommt runter. Oder Hutablagen demnächst. Ja. Und hier, selbst hier kann es passieren, gerade bei der Vertiefung, dass die dann hochkommt. Es gibt viele Leute, die stürzen gar nicht, die sehen es auch gar nicht. Aber es kommt hoch. Es wird definitiv passieren. Ja, ich würde sagen,
glaube, das reicht erstmal für heute. Und wir zeigen lieber das Endergebnis im nächsten Teil, weil wir kommen ja auf jeden Fall nochmal wieder. Noch ein paar Mal wahrscheinlich. So die nächsten 10 Jahre, monatlich. Damit wir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Wir haben auf jeden Fall jede Menge schon mal gelernt. Danke, dass du uns das gezeigt hast. Wir gucken uns das jetzt noch an, wie Ron das schön fein säuber nicht zu Ende macht. Weil du musst das ja noch alles, ich nehme an, mit dem Skalpell freischneiden. Alle Löcher freischneiden, erstmal alles sauber umlegen, ringsrum verschneiden, damit es nicht hinten nur vorne schön aussieht, sondern auch hinten. Und ja, ich würde sagen, direkt im nächsten Video steigen wir mit irgendwas Coolem ein, was du auf jeden Fall auch mal zeigen wolltest. Ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, Lenkrad ist bestimmt extrem cool. Und so eine Armauflage, weil die so schön konkav ist. Ne? Genau. Das macht es ja auch immer noch mal extra schwierig. Können wir auf jeden Fall auch noch mal zeigen. Und eine Naht. Und eine Naht, genau. Ja. Beziehungsweise Nähte, weil du sagtest ja schon, es gibt ja immer eine Funktionsnaht und dann noch eine Ziernaht. Genau. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.